Der vierte Lexus GS ist deutlich muskulöser und sportlicher geworden. Im GS 450h arbeitet der Lexus Vollhybridantrieb der zweiten Generation. Elfinesse nennt sich die neue Lexus-Designsprache. Am meisten fallen die Veränderungen im Bereich der Frontpartie auf. Sie wirkt bulliger und angriffslustig, etwa durch die Lufteinlässe für die Bremsen oder die L-förmigen LED-Tagfahrlichter. Diese Optik wird künftig auch bei allen anderen Lexus-Modellen zu finden sein. Den Innenraum des Testers dominieren rote Ledersitze, in denen die Passagiere bequem und vor allem mehr Platz haben als im Vorgänger. Der große zentral platzierte Bildschirm ist zwar übersichtlich, die Grafiken allerdings nicht unbedingt selbsterklärend. Und an das Remote-Touch-Bedienelement mussten wir uns auch erstmal gewöhnen. Das System aus V6 Benziner und Elektromotor leistet 345 PS. Dementsprechend flott ist man im GS 450h auch unterwegs. Das Fahrwerk ist allerdings auch in der F-Sport-Version noch etwas zu weich abgestimmt. Man ist zwar in 5,9 Sekunden bereits auf 100, trotzdem ist der GS eher ein Gleiter denn ein Sprinter. Dafür bietet er auf langen Strecken aber natürlich eine Menge Komfort. In der Stadt fährt man bis zu 4 Kilometer rein elektrisch und damit umweltschonend. Zumindest mit sehr sensiblem Gasfuß. Den braucht man auch, um den angegebenen Verbrauch von 5,9 Litern zu realisieren. Die meisten dürften, wie wir auch, deutlich darüber liegen. Vielleicht ist für den ein oder anderen ja der Basispreis von 83.400 Franken ein Ansporn zum Spritsparen.